Wie bekommt man diese gemischte Zahl umgerechnet in einen Bruch? Ihr nehmt dafür diese Zahl, die vorne steht, 2, multipliziert mit 4, sind wir bei 8 und rechnen dann plus 3, sind wir bei 11. Die 11 schreiben wir nach oben. Dann machen wir einen Bruchstrich und die 4 lassen wir hier einfach stehen. 11 Viertel, das ist das Ergebnis. Das geht bei jeder Zahl so. Macht das mal und dankt uns später. Abonniert uns, um besser zu werden in Mathe.